Hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Video zum Thema Web-App entwickeln. Heute werden wir, wie gesagt, die ersten Schritte zum Thema Entwickeln einer Web-App machen. Dazu zählt heute nur, dass wir dieses Design, was hier in diesem Mockup schon drin ist, einmal als wirkliche HTML-Seite umsetzen werden. Dafür habe ich hier schon mal zwei Dokumente erstellt, einmal ein Index-HTML und einmal ein Style-CSS. Alle Bilder und Grafiken sind auch schon vorhanden, warten also nur darauf, von uns eingesetzt zu werden. Nächste Woche Dienstag wird dann der erste Designteil kommen, wo wir dann diese ganzen Bilder, die hier sind, alle einzeln erstellen werden bzw. für das Design positionieren werden. Einige dieser Bilder fallen hier unter das Listensymbol und das Shop-Symbol. Die sind nicht von mir, sondern die sind von iconmonster.com. Link dazu in der Videobeschreibung, könnt ihr mal reingucken. Coole Grafiken, coole Icons, alle in hochauflösendem PNG oder eben als skalierbare Vektorgrafik, so wie ich sie hier auch vorliegen habe. Und mit denen werden wir einfach jetzt mal ein bisschen Spaß haben. Fangen wir erstmal an mit unserer Index-HTML. Hier ist der ganz normale Dreamweaver-Aufbau einer neuen HTML5-Seite. Zu sehen hier oben an den Document-Type, der einfach eine Document-Type-HTML ist. Und der Rest ist von Dreamweaver. Dann haben wir hier einmal das HTML-Element, das Set-Element, als Char-Set nehmen wir UTF-8. Dann haben wir hier noch den Title und einen leeren Body. Als erstes passen wir natürlich den Title an, denn das ist nicht das unbekannte Dokument, sondern wir haben hier den frische Discount Web App. Das ist der Arbeitstitel dieses Tutorials. Für die von euch, die schon die Videos zum Thema Responsive Design gesehen haben, werden wissen, dass gängige Smartphone-Modelle Websites ohne Viewport so skalieren, als ob man auf dem Desktop wäre. Das Ganze können wir einfach unterbinden, indem wir einfach die Viewport-Angabe einfügen. Diese ist Viewport, beziehungsweise fängt an mit dem Meta-Befehl, welcher bedeutet, das ist eine Hintergrundinformation für den Browser, wie er die Seite darstellen soll. Wir haben einen Namen und der ist unser Viewport. Unser Content ist, die Weite ist gleich die Geräteweite, sodass das Gerät weiß, okay, ich bin 400 Pixel weit, sprich, die Webseite ist auch nur 400 Pixel weit und nicht, naja, mir passen gerade 1000 Pixel gut ins Konzept, sondern ich bin eben nur 400 Pixel. Dann haben wir den Standard-Zoom-Faktor, der ist bei 1,0. Wir wollen natürlich auch nicht reinzoomen lassen, darum ist auch die maximale Zoom-Tiefe 1,0. Sprich, wir haben eine aktuelle Größe, die ist 1. Und wir können auch nur auf maximal 1 hineinzoomen. Als nächstes schreiben wir noch eine Angabe zu unserem Stylesheet. Diese ist link rel stylesheet, damit der Webbrowser weiß, dieser Link ist ein Stylesheet. href ist der Pfad, der ist bei uns styles/style.css. Und ich mache hier vorne mal den Querstrich weg. Und unser Typ, beziehungsweise der Typ dieses Dokuments, ist ein Text und CSS. Und dann können wir den Bereich auch schon wieder schließen. Öffnen wir nochmal unsere Vorlage. Was für Elemente haben wir denn hier alles? Wir haben hier auf der Startseite einmal nur unser Logo und hier unten eine Navigationsleiste mit 5 Elementen. Die 5 Elemente fügen wir später ein. Wir wollen jetzt als erstes mal festlegen, was soll unser Logo sein und was soll unsere Navigation sein. Dafür gehen wir hier in den Body Tag. Wir brauchen kein ummantelndes Element, denn wir wollen auf keiner Seite einen Whitespace haben. Und sagen hier einfach, wir brauchen ein neues Div-Element, welches die ID Logo hat. Und welches ohne Inhalt daherkommt. Darum können wir Steve einfach wieder danach schließen. Als zweites Element haben wir eine Navigation. Diese ist Steve
ID ist gleich Navigation. Hier brauchen wir Inhalt, denn hier kommen später unsere Navigationselemente hin. Jetzt angedeutet durch diesen Kommentar. Wenn wir das Ganze uns mal im Webbrowser angucken, ist das Ganze relativ unspektakulär. Wenn wir uns dazu mal den Quelltext ansehen, sehen wir hier auch nur, wir haben unsere Navigation und da ist ein Kommentar drin. Nun müssen wir natürlich anfangen, unsere Elemente zu stylen. Dafür gehen wir in unsere Style-CSS und fangen erstmal an mit dem Body. Unser Body soll von der Font-Family her sein, wie die Font-Family unseres Logos und in unserem Logo ist die Schriftart Helvetica verwendet. Greenweaver hat hier schon ein paar Vorlagen abgespeichert, die wir so nehmen können. Wir nehmen jetzt einfach mal diese hier und tauschen Arial mit Helvetica. Dazu einfach das hier mal ausschneiden. Ein bisschen hier vorne die unnötigen Leerzeichen wegmachen. Und Arial dahinter stellen. Somit ist uns der CSS angewiesen, wenn du diese Schriftart findest, nimm diese. Wenn nicht, greif darauf zurück. Und wenn du die auch nicht findest, dann nimm Sans Serif. Das ist auf jedem Rechner eigentlich vorhanden. Als nächstes wollen wir noch die Abstände nach oben und nach unten und zu den Seiten löschen. Dafür sagen wir einfach Margin 0 und auch das Padding, sprich der Innenabstand, soll ebenfalls 0 sein. Dann haben wir noch ein Background Image. Dies greift auf die URL zurück, unseres Ordner Images und hier auf Background JPEG. Da wir eine Verzeichnisebene nach oben gehen müssen, beginnen wir hier mit einem Doppelpunkt. Dann kommt der Schrägstrich. Befinden wir uns hier in diesem Verzeichnis, wo auch Index drin ist, sprich in unserem Web-App-Verzeichnis. Gehen dann hier auf den Ordner Images, Schrägstrich, und wählen jetzt hier unsere Datei aus, background.jpg, für das JPEG. Als nächstes positionieren wir unseren Background noch, denn das Wichtigste ist, sage ich jetzt mal in der Mitte, sagen wir Background Position, Center, Center. Das heißt, oben ist das in der Mitte und auch an der Seite ist das in der Mitte. Da wie immer der Background an der gleichen Position sein soll, übrigens am Rande 2048x2048, entspricht ein viereckigen Bild, welches der iPad Retina Auflösung gleichzusetzen ist. Als nächstes sagen wir noch, dass unser Background Attachment, also wie soll sich unser Background verhalten, dass dieses Fixed ist. Fixed besagt, ich weiß, mein Nullpunkt ist da und das ist dann nicht relativ zu unserem Body, sondern relativ zu unserem Fenster. Klingt jetzt erstmal kompliziert, ist aber ganz einfach. Er scrollt einfach mit. Das Ganze gespeichert. Sieht dann im Webbrowser ungefähr so aus. Wir haben unser Background-Image, welches immer gecentert ist. Wenn ich jetzt einfach mal den Webbrowser bisschen verkleinere und hin und her schiebe, sehen wir immer dasselbe Element in der Mitte unseres Fensters. Je nachdem, wie weit wir das Ganze nach außen öffnen, desto mehr von unserem Hintergrund kommt durch. Das Ganze ist ein relativ schlecht, gut komprimiertes JPEG, darum hier auch diese ganz vielen kleinen Raster. Das aber nur so am Rande, denn als nächstes sagen wir einfach mal, wir wollen uns jetzt erst die Navigation gestalten, weil diese auf jeder Seite ist. Unser Logo später würde dann in einen extra Rubrik fallen. Ich schreibe jetzt also einen Kommentar, um sich hier besser zurechtzufinden. Einmal unsere Navigation. Und dann kommt hier drunter ein Kommentar. Inhaltsklassen und IDs. Hier wird dann später unser Logo sein. Wir kümmern uns jetzt aber als erstes um unsere Navigation.
Dafür haben wir unsere ID-Navigation. Und diese hat auch ein paar Eigenschaften. Als erstes kriegt das eine Position von fixed. Dieses fixed ist gleichbedeutend mit unserem Background-Attachment fixed, sprich, das Element bleibt immer relativ zu einem Fenster an derselben Position. Würden wir absolut setzen, denn fixed ist eigentlich ein absolutes Element eben relativ zum Fenster. Ein absolutes Element ist aber relativ zum Dokument. Sprich, unser Body ist unser Dokument. Wenn ich sage, das soll 100 Pixel von oberen Rand entfernt sein, dann ist es 100 Pixel von Body oberen Rand entfernt und bleibt da auch. Wenn ich dann eine 2000 Pixel lange Seite habe, ganz unten bin, sehe ich das irgendwann nicht mehr. Wenn ich ein Fixed-Element sage, bleibt 100 Pixel von oben entfernt, dann bleibt es da auch, egal wie weit ich scrolle. Das brauchen wir, denn teilweise haben wir auch bestimmt längere Texte. Dann wollen wir immer, dass unten diese Navigation ist und nicht, dass man erst nach unten scrollen muss und da die Navigation finden muss. Die Weite unserer Navigation ist 100%. Macht ja auch Sinn. Das Element geht ja hier einmal über die komplette Weite. Als nächstes geben wir den ganzen eine Background Color. Und hier haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können entweder die Transparenz unseres kompletten Elementes runterstellen. Jedenfalls nicht zu empfehlen, da unsere Navigationselemente wie Buttons, die sollen ja 100% da sein. Wir können aber auch dem Farbraum sagen, bitte hat nur die und diese Durchsichtigkeit. Dafür gibt es einen Farbkanal, und zwar den RGBA-Kanal. Im Gegensatz zu hexadezimalen Farben muss man hier mit den Dezimalfarben für jede Farbe arbeiten. Das wären dann 255 für weiß und 0 für schwarz der entsprechenden Farbe. Da wir eine weiße Navigation haben, haben wir hier die Farbe 255, 255, 255. Das wäre jetzt ein reines Weiß. Nun kommen wir zum Alpha-Kanal. Das ist die Transparenz unseres Elementes. Diese wird in 0, Werten angegeben, entsprechend des Prozentwertes. Und unsere Navigation soll 85% durchscheinend sein, beziehungsweise nicht durchscheinend. Also 15% der eigentlichen Durchsichtigkeit werden hergestellt. Als nächstes positionieren wir unser Element. Hatte ich ja eben schon gesagt, es soll am Bottom ausgerichtet werden, also unten an unserem Element. Und zwar soll der unterste Punkt unseres Elementes gleichzeitig auch der Nullpunkt unseres Fensters sein. Und der linke Punkt des Elementes soll der Nullpunkt unseres Fensters sein. Damit stellen wir sicher, dass dieser Punkt hier ganz unten rechts in der Ecke auch wirklich ganz rechts unten in der Ecke ist. Als nächstes kommen noch so ein paar andere Klassen. Und zwar sagen wir, unser Display soll Block sein. Ist eigentlich relativ unwichtig, denn meisten Div-Elemente im Browser sind eben Block-Elemente. Auch hier haben wir einen Innenabstand von 0 und einen Außenabstand von 0 Pixeln. Also schreiben wir es ja auch so hin. Ich möchte, dass die Elemente aus dem Center heraus positioniert werden, also dass hier das Element auch wirklich in der Mitte ist und sich dann nach links und rechts nach ausfächern. Also Text Alignment ist Center. Und zum Schluss müssen wir noch festlegen, es soll über unseren Inhaltselementen liegen. Dafür gibt es in CSS das sogenannte Z-Index. Diesen können wir festlegen, in welcher Ebene dieses Element sich befindet. Das funktioniert nur bei absolut positionierten und bei fixed positionierten Elementen oder anders gesagt, bei relativ funktioniert es nicht. Ich weiß gar nicht, ob es bei static und der fünften Eigenschaft auch funktioniert. Auf jeden Fall mit diesen arbeite ich so eigentlich nie, deswegen weiß ich das da nicht genau. Nun aber nochmal zum Z-Index. Z-Index 0 wäre unsere normale Ebene. Z-Index minus irgendwas wäre eine Hintergrundebene, denn auf diese Elemente kann man nicht klicken, wenn da zum Beispiel ein Link ist. Wir wollen aber, dass es über
den Sachen steht. Also ich sage jetzt einfach mal Z-Index 100, auch wenn theoretisch Z-Index 1, 2, 3 oder sonst wie auch gehen würde. Die Z-Index 100 ist halt einfach nur eine Sicherheit, falls man nochmal mit einem Z-Index arbeitet, dass da sich nicht die Elemente überlagern, wie wir es nicht wollen. Das Ganze kann ich jetzt abspeichern und auch nochmal im Webbrowser angucken und wie wir sehen, sehen wir einfach nichts. Es hat auch einen ganz banalen Hintergrund. Unsere Navigation hat noch gar keine Höhe. Und weil auch keine Elemente drin sind, die die Höhe festlegen, ist die Höhe einfach 0. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine fixe Höhe von 100 Pixeln haben, dann sehen wir hier unten eine 100 Pixel hohe Bar in weiß mit Durchscheineffekt. Ist wahrscheinlich jetzt am Video relativ schwer zu erkennen, aber es ist wirkungsvoll. Gut, diese Linie hier brauchen wir nicht. Wir wollen jetzt als nächstes unser Logo gestalten. Unser Logo, haben wir eben auch schon festgelegt, ist ebenfalls eine ID. Und diese soll dieses SVG-Logo SVG beinhalten. SVGs unterstützen die meisten gängigen mobilen Browser. Deswegen brauchen wir uns da keine Gedanken machen. Ich weiß jetzt nicht, welches nicht unterstützen, aber diese SVG-Operatoren führen manchmal auch zu Problemen in älteren Browsern. Darum da ein bisschen vorsichtig mit sein. Aber wir sagen ja, wir machen eine Web-App, beispielsweise jetzt für iOS 7 oder für Android 4. Diese Browser, beziehungsweise Google Chrome Mobile Browser und der Safari Mobile Browser unterstützen die gängigen SVG-CSS-Operatoren. Um mein CSV-Background-Image festzulegen, sagen wir einfach Background-Image, genauso wie beim normalen Bild auch. Und auch der URL-Parameter ist wie beim normalen Bild. Da ein SVG eine unendlich große Datei ist, kommen jetzt einige wichtige Operatoren. Wir müssen erstmal festlegen, dass unser Bild nicht wiederholt werden soll. Also Background Repeat, No Repeat. Dann kommt jetzt der wichtigste Operator, und zwar der Background, die Background Size. Diese legt fest, wie groß unser Hintergrund dargestellt werden soll. Ist ein relativ neuer Operator. Da gibt es einige Versionen des Internet Explorers, die nicht unterstützen, ältere Browser, Firefox, Chrome, Opera und ähnliches auch nicht. Dieses Background Size wirkt aber auch auf alle anderen Bilder, je nachdem, was ihr da eben hier in dem Background Image einsetzt. Ich möchte, dass hier unser Background eine 100%ige Weite hat und dann die Höhe automatisch anpasst. Die Position unseres Hintergrundbildes ist relativ einfach. Nicht Position, sondern Background minus Position. Wie wir hier schon in unserer Vorschau sehen, ist das genau in der Mitte. Also sagen wir hier Center, Center. Damit hätten wir auf jeden Fall schon mal die ganzen Hintergrundsachen festgelegt. Jetzt müssen wir den Ganzen noch eine Weite und eine Höhe zuweisen. Als Weite sage ich jetzt einfach mal, es soll 40% des Bildschirmes einnehmen. Und die Höhe soll 80% betragen. So ein Wert, der beim Ausprobieren ganz gut aussah, deswegen die jetzt einfach so genommen. Höhenparameter gehen nur, wenn wir die Position auf absolut setzen. Es soll 30 Pixel von links, 30% nicht Pixel von links entfernt sein, denn 2 mal 30 sind 60 plus 40 sind 100 und wir brauchen ja 100%. Soll aber nach oben hin andocken. Und als Display bekommt das Ganze noch einen Block.
müssen wir auch schon einen Effekt auf unserer Seite sehen. Und zwar haben wir hier ein schönes großes Logo, was natürlich bei dieser Auflösung relativ schön, unschön aussieht. Also das wäre dann so eine gängige Weite für ein Smartphone. Und da sieht das eigentlich ganz gut aus. Ich öffne jetzt mal die Developer Tools für den Google Chrome Browser und habe hier auch die Option, die Responsive Layouts einzusehen. Und sehe dann hier für die verschiedenen Geräte, Mobile Portrait, Landscape, Small Tablet, Landscape Tablet, Portrait, großes Tablet und Landscape, auch großes Tablet. Dann sehe ich, es sieht eigentlich so ganz gut aus. Also ich bin damit zufrieden und das reicht mir vollkommen aus. Gehen wir wieder in den Google Chrome, beziehungsweise nicht in Google Chrome, sondern in den Dreamweaver. Und fangen wir jetzt mal wirklich an, auch wirklich Elemente zu gestalten. Denn das hier sieht noch nicht so aus wie das. Denn hier unten haben wir noch unsere 5 Navigationselemente. Also gehen wir wieder in die Index.html. Löschen diesen Kommentar hier raus. Und fügen stattdessen Links ein. Mit dem Tag A, href, soll jetzt erstmal zur Raute führen. Sprich, keine Verweise aufhalten. Im Ganzen geben wir dann eine Klasse, denn alle diese Elemente sind im Prinzip gleich. Die Klasse heißt Icon. Diese ist von euch frei wählbar. Und dann geben wir jedem Element noch eine individuelle ID, um später dann da die Background Images zuzuweisen. Für Angebote sage ich jetzt einfach mal, die ID ist Sales. In diesem Tag kommt dann der Name, beziehungsweise der anzuzeigende Name unseres Elementes. Hier sehen wir schon Angebote. Und den kopiere ich jetzt einfach mal und füge ihn 1, 2, 3, 4 mal ein. Als nächstes haben wir unsere Einkaufsliste. Dann haben wir den Punkt Shops. Als nächstes Grillwetter. Und zum Schluss haben wir mehr. Diese brauchen jetzt natürlich noch alle eine individuelle ID. Unsere Einkaufsliste ist schlicht List. Unsere Shops sind Shops. Unser Barbecue-Wetter bzw. Grillwetter ist Barbecue. Und mehr ist More. Das Ganze wird einmal so abgespeichert. Und jetzt haben wir hier unten schon mal, sehen wir unsere Navigationsleiste wieder und haben hier unten unsere 5 Elemente, die genau in der Mitte sind. Wenn wir da draufklicken, passiert nichts. Jetzt wollen wir den ganzen noch schön machen, weil so sieht das immer noch nicht so aus wie hier. Also wir sind in die Style CSS reingegangen und jetzt bleiben wir hier auch bei unseren Navigationselementen. Und da sagen wir einfach, erstmal wollen wir die Klasse Icon gestalten. Denn diese ist ja die, wo alles sich drin abspielt. Ein Icon soll mindestens 17% der Gesamtweite einnehmen. Warum 17%? Ist auch beim Ausprobieren so rausgekommen. Theoretisch müssten es ja 20 sein. Einkaufsliste ein zu langer Name ist und das daher zu Problemen geführt hat. Darum hier eine Maximal- bzw. eine Minimalweite von 17%. Jeder Link soll einen Innenabstand von 0 haben. Die Position eines Links ist relativ zu seinem nächsten Element. Die Farbe eines Links ist 000, das wäre dann die Farbe schwarz. Es sollten keine Unterstriche, Oberstriche, Durchstriche sein, also die Textdekoration sollen ausgeschaltet werden. Im Moment ist ja noch, wie wir hier sehen, das Ganze unterstrichen. Das wollen wir abschalten. Dann legen wir noch fest, wie groß das Ganze sein soll, beziehungsweise wie groß der Text dargestellt werden soll, über den Tag FontSize.
Da sage ich jetzt einfach mal 12 Pixel ist ein schöner Wert. Das Ganze soll dargestellt werden als ein Block. Da man aber bei Block dann die ganze Weite einnehmen würde, ist das doof. Soll nämlich in der Reihe sein, also nehmen wir hier den Inline-Block. Und auch einen Außenabstand können wir noch festlegen, der soll ebenfalls 0 betragen. Angeguckt sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier unten unsere Navigationselemente, bisher noch ohne Icon. Und da kommen jetzt unsere IDs ins Spiel. Und da müssen wir uns einen kleinen Trick behelfen. Denn, wenn wir jetzt einfach so festlegen würden, würde es nur so hoch sein wie unser... So, ich mache das mal hier. Genau. Würde es nur so hoch sein wie unser Link, sprich 12 Pixel. Wie wir aber in der Vorlage sehen, das sind eindeutig mehr als 12 Pixel. Also gibt es da einen kleinen Trick in CSS. Und zwar mit einer Pseudoklasse Before bzw. After. Mit der können wir Elemente pseudomäßig davor oder dahinter erzeugen und diese auch einzeln stylen. Wir sehen da keinen Tag im HTML, wir sehen noch keinen Verweis vom Quellcode. Also es sind eigentlich immer so ein bisschen, finde ich persönlich, ein bisschen unsauber, wenn man es nicht im Quellcode wiederfindet, wie dieses Element gestaltet wurde. Aber das hilft uns auch dabei, zum Beispiel komplett quadratische Elemente festzulegen. Und wir wollen die jetzt zwar nicht komplett quadratisch haben, trotzdem wollen wir da ein Background-Image immer auf spezielle Sachen anpassen. Also fangen wir erstmal an bei unserem Icon und sagen, bevor das Element Icon gerendert wird, mach bitte dieses Element da rein. Ein Element, welches Content hat, und zwar gar kein Content. Das Ganze ist ein Display-Block. Da macht das mit übrigens nichts aus, ob das Block oder Inline-Block ist, weil das von diesem Element auch abhängt. Also es ist ein Block, ein Inline-Block und wird damit auch als Inline-Block dargestellt. Dann als nächstes kommt Padding Top. Mit Padding Top könnten wir, wenn wir auf 100% gehen, hätten wir ein komplett quadratisches Element, bei 200% eben 2 zu 1 Verhältnis, bei 50% 1 zu 2 und so weiter und so fort. Ich hätte gerne ein nahezu ein 1 zu 2 Verhältnis, also sage ich jetzt einfach 60%, sprich das Element ist nicht so hoch, wie es weit ist. Dann haben wir die ganzen allgemeinen Background-Informationen, und zwar Background Position ist auch hier ein Center. Center. Background Repeat ist No Repeat. Und die Background Size, ich sehe diesmal andersrum. Das wollen wir hier nämlich sagen, das soll immer, soll sich nicht an die Weite anpassen, wie unser Logo. Also ich bin immer 100% weit und die Höhe müsst ihr gucken, wie sie ist. Sondern hier soll die Höhe unseres Before-Elementes sein und die Weite muss gucken, wie sie damit zurechtkommt. Also sagen wir hier Auto 100% diesmal. Damit hätten wir das auch schon fertig. Und jetzt können wir anfangen, uns das erstmal anzugucken. So, jetzt sehen wir hier, haben wir unsere Elemente. Unsere Navigation wird immer kleiner, je kleiner wir unser Browserfenster ziehen. Damit bin ich schon so ganz zufrieden. Da kommen aber gleich noch ein paar andere Sachen, wie eine feste Höhe für unsere Navigation, weil so auf einem Full-HD-Display sieht das dann doch relativ unschön aus, wenn wir eine schätzungsweise 200-250 Pixel hohe Navigation haben. Wir gucken einfach mal rein, wie hoch die jetzt ist. 210 Pixel. Sieht relativ unschön aus. Darum kommen da gleich noch Media Queries zum Einsatz, aber erstmal unsere Icons. Wir fangen an mit Sales. Sales hat einfach nur ein Background Image. Führt zur URL. Doppelpunkt. Images. Schrägstrich sale.svg. Ganz blöd mit einem Semikolon geschlossen.
Mehr steuert diese ID nicht. Sieht dann im Browser theoretisch so aus, als ob da was wäre. Wenn wir da dann auch ein Punkt, Punkt setzen und kein II, würde das wahrscheinlich auch funktionieren. So, jetzt haben wir hier unser Sales-Icon. Wird aber noch nicht so dargestellt, wie es dargestellt werden soll. Aber wir fügen jetzt erstmal den Rest vorher ein. Kopieren wir uns einfach hier das mal raus. Und fügen jetzt auch wieder viermal ein. Hier machen wir es für die ID List. Führt zu List SVG. Ah, da waren wir wieder mit dem Problem mit dem Before. Da muss nämlich auch noch, das Background-Image hängt ja nicht von unserem Link ab, sondern von dem davor, Before-Teil, also muss das da auch noch überall eingefügt werden. Dann müsste das auch mit den Angeboten gut aussehen. Also Before, dann haben wir unsere List. Noch da haben wir das List-SVG. Als nächstes kommen die Shops dran. Die kriegen die Shop-SVG. Als nächstes haben wir dann unser Barbecue. Die kriegt das Background Image Barbecue SVG. Und dann haben wir noch More. Und Background Image hier ist More SVG. So, jetzt sollte das auch alles richtig aussehen. Genau. So, Angebote sind jetzt auch von der Größe her richtig. Shops ist da. Barbecue und mehr. Ganz jetzt angeguckt für die entsprechenden Größen. Fangen wir oben an. Wir sehen bei unserer Liste, da ist noch ein bisschen Optimierungsbedarf drin. Denn hier, die ist ein bisschen sehr groß geraten. Hier sieht das dann schon wieder gut aus. Da auch, da auch, da auch. Und hier ist mir die Navigation zu groß. Gut. Nachdem wir jetzt unsere Navigationselemente eigentlich vom Prinzip her fertig haben, kommen jetzt unsere letzten Kleinheiten über die Media Queries. Diese regeln zum Beispiel, dass das List-Icon ein bisschen anders aussehen soll bei einer gewissen Seite und dass die Navigation irgendwann in der Höhe begrenzt ist. Fangen wir erstmal an, dass unser List-Icon ein bisschen zu groß dargestellt wird bei den kleinen Auflösungen. Schreiben wir unseren ersten Media Query, @media. Only Screen, und wenn hier dann die maximale Weite des Gerätes 400 Pixel beträgt. Geschweifte Klammern, dann gehen wir da rein. Hier legen wir dann das List-Doppelpunkt-Before-Element an, denn das ist das, was mich stört daran. Da sagen wir dann einfach die Background. Das Background Image kann gleich bleiben. Wir brauchen aber ein bisschen was an der Position. Da sagen wir dann einfach, es soll in der Mitte zwar dargestellt werden, aber nur 8 Pixel von oben hinweg. Und die Background Size soll nur 50% der Weite betragen und Höhe soll sich automatisch anpassen. So. Gehen wir hier auf Layouts. Funktioniert leider nicht mehr. Dass ich da einmal alles refreshen können. So. Jetzt sehen wir hier auch, die Liste ist einigermaßen auf Höhe mit den anderen Elementen. Das war so der erste kleine Fix. Und weiter geht's mit unserer viel zu hohen Navigation für das große Tablet. Auch da brauchen wir wieder ein Media Query. Dafür kopiere ich mir einfach mal hier den Kopf und füge den hier unten nochmal ein, setze geschweifte Klammern, sage jetzt aber hier, alles was größer ist als 601 Pixel, also alles, wo die Weite höher ist als 601 Pixel, soll sich ein bisschen anders verhalten. Und zwar geht sich das hier nur um die Navigation. Also schreiben wir Navi
Kommunikation als erstes Element. Und diese soll dann eine maximale Höhe annehmen von 90 Pixeln. Weitere Elemente sind hier nicht erforderlich. Dann müssen wir aber noch unser Icon sagen. Pass mal auf, du siehst jetzt ein bisschen anders aus. Zwar die Höhe unseres Elements ist nur 20 Pixel. Reicht leider nicht für unsere Icons. Darum müssen wir hier ein bisschen was anderes machen und sagen einfach hier Padding Top. Also der Abstand nach oben soll 70 Pixel betragen. Damit sind wir wieder auf einer Höhe mit unserer Navigation. Eine minimale Weite wird ausgeschlossen. Die Weite eines Elements soll sich automatisch bestimmen über Width Auto. Dann Background Position soll sein Center Center. Huch, da steht Origin, da soll aber Position stehen. Center Center. Background Size soll hier sein Auto und 50%. Und Background Repeat. No Repeat. Stylen wir noch Icon Before. Hier soll ich jetzt das Padding minus Top runtergesetzt werden auf 0. Und der Rest kann hier so bleiben. So, ich glaube, diese Sachen sind unnötig. So, die haben wir rausgelöscht wieder. Dann einmal die Hauptseite aktualisiert. Jetzt sehen wir hier leider keine Hintergrundgrafiken mehr. Denn es war doch nicht unnötig. Das war schon alles so richtig. Aber wir müssen hier diese ganzen Elemente einmal kopieren. Hier unten einfügen. Einmal eben schön einrücken. Überall das Add. Die Pseudoklasse Before entfernen. Um dort eben auch die Icons sehen zu können. Das Ganze wird einmal abgespeichert. Angeguckt. Und wuppdiwupp sind unsere Icons wieder da. Von der Höhe her bin ich damit eigentlich auch schon fast ganz zufrieden. Wie hoch haben wir die jetzt? Müssten 90 Pixel sein? Jawohl. Und in unseren Responsive Layout sieht das Ganze dann so aus. Hier alles normal. 601 Pixel wird auch noch dynamisch generiert. Hier haben wir dann eine feste Höhe. Ich finde 90 Pixel fast sogar ein bisschen zu viel. Nehmen wir da einfach mal 10 Pixel raus. Da auch mal 10 Pixel. Aktualisieren das Ganze. So, es war nicht ganz so, wie ich mir es erhofft habe. Sagen wir einfach Margin Top. Sollen 10 Pixel betragen. Setzen die Background Position auf Center Top. Und das Padding stellen wir nochmal um 10 Pixel runter auf 50. Aktualisieren. Ja, es kann noch weiter runter. 30. Dann die Höhe hier auf 60 Pixel. Aktualisiert. Und das sieht auch schon besser aus. Mal in den Responsive Layouts reingeguckt. Das sieht doch hier alles wunderbar aus. Gut, damit ist der erste Teil auch schon fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Dateien, die ich hier gerade erzeugt habe, sowie die ganzen Grafiken, werden auf GitHub hochgeladen. Link dazu in der Videobeschreibung. Und mit der Entwicklung fangen wir dann als erstes mit dem Meer an. Und da wird nur das Impressum folgen. Und dann wird es weitergehen mit Angebote, dann die Einkaufsliste, dann die Shops und dann das Grillwetter. Einfach aus Gründen der Komplexität der einzelnen Themen
dass wir von leichten anfangen, so wie diese HTML-Seite, und uns dann immer weiter steigern. Okay, das soll es auch schon gewesen sein dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mit diesen Worten bis dahin.